können wir weitermachen. Wir werden ein Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Weg mit dem Heli, damit kann ich gar nicht arbeiten. Ich denke, hier werden Fehler auch nicht toleriert. Ich bin eher für Gift in dem Fall. Am besten noch die kompletten drei bitte haben. Ist alles nachgeladen. Okay, dann bereithalten. Versuche mich so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Aber viel weiter komme ich nicht. Das ist nur zum Kämpfen hier, okay. Die Granate ist gut. Wie weit kann Lara werfen? Nicht so weit, wie ich erhofft hatte. Was? Woher wissen die aber, wo ich bin? Mann! Mann! Ah! Hi! Bye! Das war wieder so klar, oder? Typisch. Like a genius. Okay, andere Taktik. Ist das Gift denn leise? Ein leiser Tod? Falls ja, würde ich den gerne bevorzugen. Es ist leiser Tod? Oh, das wusste ich nicht. Natürlich, das Gift macht kein Krach. Aber ich dachte, die bekommen einfach alles mit, weil Tomb Raider ist ja kein Schleichspiel. Sowas wie Just Cause zum Beispiel, da muss man zum Beispiel auch nur da sein und fertig. Okay, wäre ich jetzt da, hätte ich ihn leise ausgeschaltet. Aber ich meine, ich habe genug Materialien, dann soll es auch belohnt werden. Ja, schade. Durchsuch das Gebiet. Gib mir einen Kontakt. Oh, schon wieder? So, diesmal nicht. Boah, Shotgun geht da ab. Ja klar, dass ihr was Witziges habt. Ich bin nicht der Einzige, der Spielzeuge benutzen darf. Aber, was ist leise? War es das schon? Was ist das hier eigentlich? Ach so, Öl, okay. Okay, okay, okay. Ja, 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 okay. Okay, okay, du musst was weitermachen. Lara läuft noch geduckt. Macht mich misstrauisch. Ich guck kurz. Okay, nach links kann ich ohne Probleme und da sind Sammelgegenstände. Gibt es hier irgendwie eine Challenge? Mach PC kaputt oder so? Falls ja, wäre es schön, wenn man es mir früh genug sagt. Na, Laras Gang macht mich nervös. Wenn ich einfach reinlaufe in irgendeinem Deppen, dann bin ich auch geliefert. Müssen keine 20 sein. Markiere irgendetwas. Dokument. Da. Und eine Kiste. Oh, Holz habe ich genug. Gut. Ja, ich
Man könnte jetzt sagen wieder, ich bin ein bisschen overpowered, aber wie gesagt, ich benutze ja nicht ich benutze nicht die overpowerten Waffen, die ich vom DLC habe, sondern nur die Techniken, die man mir von Anfang an gegeben hat. Also ist alles gut. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Mhm. Tolle Rechtfertigung. Aber na gut. So, wir haben es fast geschafft. Hallo? Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ja klar, ich kämpfe hier gerade nur um ein Überleben, aber reden wir über die Jagd? Ja, ja, klar. Okay, sollte die Luft rein sein, können wir weitergehen. Wie viele schöne taktische Plätze es gibt, gell? Aber man kann ja nicht jeden benutzen. Man muss sich für einen entscheiden. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Vielleicht sollte ich auch ein paar normale Pfeile besitzen für den Notfall. Aber schön, wie viele Sprengsätze sie mir hier bieten. Leider stehen sie noch nicht richtig. Von oben hätte ich am besten eine bessere Schussposition. Ich muss es nur bis nach oben unbemerkt schaffen. Sehr gut. Granate ist auch in Ordnung. Es lohnt sich nicht, nur ein oder zwei damit zu töten. Die anderen würden auf mich losgehen. Kommt noch ein paar dahin. Dahinter ist niemand, gell? Keiner kann mich erschrecken. Okay. Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hingeflogen. Anna ist schon da oben. Sie glaubt, sie finden den Atlas da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Gefangenen kannte einen Geheimgang. Da unten gibt es jede Menge Katakomben. Hoffentlich ist es das jetzt. Na komm schon, ich warte, bis sie richtig stehen. Ich hoffe, es trifft alle drei. Nein! Ich muss hier weg, ich habe keine Deckung. Und Granaten auch noch, seid ihr witzig? Sp-
spring doch, Lara. Nicht immer festhalten. Manchmal muss man weitergehen. Weg mit dir. Weg. Ach, Snipern ist nicht so meine Spezialität hier. Es sind aber noch mehr da. Ich kümmere mich erst um die. Ah. Schieß doch, schieß! Oh Mann. Wow, hallo. Weg mit dir. Bist du tot? Nein, war noch nicht. Stirb doch! Hallo, stirb doch! Ja, und ich kann nicht schießen. Oh, danke. Mann, bin ich scheiße im Spiel. So. Na toll, Moni geht mir auch aus. Ah, die Granate hilft mir nicht. Kann nicht so weit schießen. Was ist das? Das ist kein Molotow. Nee, nee, was ist denn das? Nee, nee, ist aber irgendwas zum Ablenken. Okay. Ja, meine Moni sieht natürlich wieder super aus. Ich habe aber hier genug irgendwo rumliegen. Na, kommt näher. Was habe ich jetzt schon wieder in der Hand eigentlich? So. Ach, ich kann ja noch mehr zoomen. Ja, da sieht man, wie gut die Leute von Trinity sind. Die können super zielen. Wow. Wo, 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 wo? Oh, ihr macht doch Witze. Okay, ich gehe näher ran. So, weg. Ich komme. Oh. Ja, und das Fass nebendran ist auch nicht gut. Ich muss das selbst kaputt schießen, sonst stört's mich. So. Yes. War doch gar nicht so schwer. Was habt ihr denn? Alter, ich will halt immer auf eine andere Weise spielen und dafür ist Tomb Raider leider nicht gemacht. Tomb Raider ist wirklich auf Action und Gewalt aus beim Kämpfen. Und ich bin so der, ja, stille Kämpfer. So, habe ich alles Wertvolle hier gesammelt? Gibt's noch was auf der Karte? Ja, ein Dokument will ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Hinten. Okay, da war ich auch nicht in der Ecke. Komme ich hier eigentlich irgendwie durch? Anscheinend nicht. Nee. Aber hier komme ich vorbei. Ja. Ich sollte nicht sterben dadurch. Okay. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht.
dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da, nahm meinen Kopf in seine Hände und lächelte. Sagte, er verstehe mich, dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity, für Konstantin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wieder so Leute bei Trinity, die voll auf diesen Irrglauben reinfallen. Aber wir sind bald da. Es ist nicht mehr weit. Hör ich irgendwas? Ich höre irgendwen. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity, als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ja, da hat man auch den Verlauf jetzt gut gesehen. Wie Anna so werden konnte, wie sie ist. Ah ja, hier geht's weiter. Wenn ich's könnte. Ja. Die Hakenaxt ist ja noch neu. Wir haben gerade das Tutorial abgeschlossen. War das Munition? Ich brauche Munition. Ja. Sehr gut. Vor allem Schrotmuni. Sehr wertvoll. Perfekt. Wunderbares Werkzeug. Bin schon gespannt, wie man im Nachfolger arbeiten wird. Alter, bei dem Wetter sehe ich ja kaum was. Und wieder eine Story. Von wem diesmal? Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. So weit zurück haben sie sich gezogen. Beziehungsweise waren sie zurückgezogen. Dann wärme ich mich etwas am Lagerfeuer, bereite mich auf den Kampf vor und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Rise of the Tomb Raider. Bis dann. Ciao.